Leute sind sehr interessiert, fragen auch viel. Für Konsumenten ist es ganz wichtig, auch zu wissen, wo die Milch herkommt. Können wir auch erklären, was wir bei Allah machen. Die Milchwirtschaft präsentiert sich hier auf von ihrer besten Seite und das macht natürlich riesen Spaß, das zu sehen. Es sind viele Menschen gekommen. Wir haben dann einige Produkte zu verkosten, Buko oder Skier. Es ist ein prima Familienausflug. Es gibt für Groß und Klein zu gucken, zu spielen, zu essen, zu trinken. Und für uns ist es schön zu sehen, was hier mitgenommen wird an Informationen. Ja, ich finde das gut, dass auch viele Leute, die mit sowas eigentlich nie was zu tun hatten, aussehen, dass die Milch nicht einfach nur aus dem Glas rauskommt, sondern dass ein Landwirt da viel Zeit opfern muss. Fast familiär, muss man sagen, irgendwie. Und da eine gute Aktion. Und man kann mal hinter die Türen schauen, wie so ein Hof funktioniert. Und Ala, eine gute Idee. Es ist großartig. Hier ist ganz viel jetzt organisiert heute für die Kinder und zum Gucken auch für die Erwachsenen. Ne? Also Spaß für Groß und Klein. Ich habe ganz viele tolle Gespräche gehabt, ganz viele Leute, die von dem Hof und auch von der Molkerei Ala begeistert sind. Und ich hoffe, dass da noch mehr draus wachsen kann.